Herr Stempfle, am 21. Oktober wird Verteidigungsminister Pistorius das maritime taktische Hauptquartier für die NATO in Rostock einweihen. Bis zu 60 ausländische Soldaten sollen dort stationiert werden. Vize ist ein polnischer Admiral, Chef des Stabes, ein schwedischer Stabsoffizier. Jetzt ist im 2+4-Vertrag ja sehr explizit festgehalten, dass ausländische Streitkräfte weder stationiert noch verlegt werden dürfen auf dem ehemaligen Gebiet der DDR. Da würde mich interessieren, welche Argumente führt denn die Bundesregierung ins Feld, um zu begründen, dass diese NATO-Kommandozentrale und die dort stationierten ausländischen Soldaten nicht gegen 2+4 verstoßen? Gegenfrage, wo kommt die Zahl 60 her? Aus Ihrem Haus. Aus meinem Haus? Ja, die Presseerklärung, Einladung für die Eröffnung am folgenden Montag. Also ich kann das jetzt nicht verifizieren. Es ist in der Tat so, dass Sie haben es richtig gesagt, es um ein deutsches Hauptquartier geht. Und dieses Hauptquartier ist dazu da, militärische Lagebilder zu erstellen im zugewiesenen Operationsraum. Wir sprechen hier von der Ostsee. Und diese Aufgabe wird dieses nationale Hauptquartier dann auch wahrnehmen. Das Gros des Personals ist natürlich von der deutschen MAFOR, also deutsche Soldatinnen und Soldaten werden da vor Ort sein. Und in der Tat ist es aber so, dass es eine Beteiligung geben wird, dass Anrainer, Ostsee-Anrainerstaaten auch vereinzelt Personal dort abstellen werden. Das sind zum Teil aus Dänemark 2, aus Estland 2, aus Finnland 1, damit sozusagen auch Absprachen getroffen werden, damit andere informiert sind über die Lagebilder, die dort zum Teil erstellt werden. Sie haben den 2+4-Vertrag angesprochen. Da ist es so, dass der regelt, dass keine ausländischen Streitkräfte in Ostdeutschland stationiert werden sollen. Und das passiert auch nicht. Nachfrage, ja. Also die schwedische Seite spricht sehr wohl davon, dass ihre Soldaten in Rostock stationiert werden sollen. Aber jetzt steht der Stationierung von NATO-Soldaten in Rostock ja nicht nur der 2+4-Vertrag entgegen, sondern auch der Einigungsvertrag, der ebenfalls sehr explizit festlegt, dass sowohl das NATO-Truppenstatut als auch der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte nicht in den 5 neuen Bundesländern gelten. Da würde mich dann interessieren, auf welcher Rechtsgrundlage werden denn die auch gerade von Ihnen erwähnten Ostsee-Anrainerstaaten und deren NATO-Personal in Rostock stationiert sein, wenn NATO-Truppenstatut und Aufenthaltsvertrag dort nicht gelten? Also im Schweden angesprochen, gerade bei Ihrer Frage, die werden 8 Personen zur Verfügung stellen, nur mal um die Dimension klar zu machen. Und ich habe schon gesagt, dass wir hier nicht von einer Stationierung sprechen, sondern dass es ein deutsches Hauptquartier ist, was dort vor Ort ist und dass die sozusagen in ihrer Funktion die Arbeit erledigen. Aber natürlich sind wir verpflichtet, wenn es darum geht, Daten zu sammeln, die auch mit unseren NATO-Partnern zu tauschen. Und dafür wird vereinzelt, ich habe schon gesagt, es sind wenige Personen von anderen Ostsee-Anrainerstaaten, die ein Interesse daran haben zu wissen, wie die Lage ist. Die werden mit eingebunden und da haben wir keine, wie Sie es erscheinen lassen, Stationierung von Streitkräften. Noch unmittelbar dazu, dann machen wir das jetzt gleich noch, dass wir es nicht hinterherstellen. Wie gesagt, es sind bis zu 60 ausländische Soldaten oder Offiziere vorgesehen in Rostock und die schwedische Seite hat explizit von Stationierung gesprochen. Das heißt, die Soldaten bleiben jeweils 2 Jahre in Rostock und ich würde gerne wissen, wie das rechtlich abläuft, wenn in Rostock weder das NATO-Truppenstatut noch der schon erwähnte Vertrag zum Aufenthalt ausländischer Soldaten, in den 5 neuen Bundesländern gilt. Aber da müssen Sie sich ja vorher Gedanken gemacht haben. Pardon, Herr Warwick, das ist jetzt einfach genau die gleiche Frage nochmal. Ja, weil es nicht beantwortet wurde. Doch, ich habe sie jetzt schon 2-mal beantwortet und es sind 26 Dienstposten, über die wir hier sprechen, die multinational besetzt werden und nicht 60. Herr Stempfle, noch mal eine Verständnisfrage. Sie hatten ja meine Zahl von 60 ausländischen Soldaten dementiert. Jetzt steht in der Einladung zu der Einweihung am Montag aus Ihrem Haus, ich zitiere ganz kurz, Soldatinnen und Soldaten aus diesen und weiteren Partnerländern können 60 multinationale Dienstposten von 180 im CTF Baltic bereits in Friedenszeiten besetzen. Also aus Ihrem Haus kommt 60 und gleichzeitig das Dementi zu den 60. Könnten Sie das noch auflösen für uns? Ich reiche es Ihnen nach. Ich kann Ihnen sagen, dass ich die Zahl habe, 26 Dienstposten. Und bei der bleibe ich jetzt. Wie die andere Zahl zustande kommt, kann ich nachreichen. Mache ich auch. Ja, aber Herr Warwick, vielleicht ganz kurz.
Die genaue Zahl ist ja möglicherweise nicht ganz entscheidend. Entscheidend ist nämlich, dass es eine deutsche Dienststelle ist, die Kontrolle in allen Verwaltungs-, Personal-, Haushalts- und Disziplinarangelegenheiten liegt eben beim Bundesverteidigungsministerium und hier greift nicht das NATO-Truppenstatut. Es ist ein nationales Hauptquartier mit einer multinationalen Beteiligung. Aber wenn Sie das schon proaktiv aus Sicht des AAs ansprechen, können Sie mir dann trotzdem darlegen, auf welcher Rechtsgrundlage diese 60 ausländischen Soldaten in Rostock agieren, weil, wie Sie schon gesagt haben, NATO-Truppenstatut greift nicht, aber auch der Aufenthaltsvertrag für ausländische Soldaten greift auch nicht, da 5 neue Bundesländer. Können Sie mir mal sagen, auf welcher Rechtsgrundlage, die müssen auf irgendeiner Rechtsgrundlage müssen die ja agieren, die 60 ausländischen Soldaten? Es sind Austausch- und Verbindungsbeamte, mit denen die dort arbeiten.